Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum letzten planmäßigen Webinar in diesem Jahr. Es geht heute um neues Recht aus Brüssel, um Gesetzgebungsvorhaben der Europäischen Union, die im Einfluss auf den E-Commerce im Allgemeinen und den Onlinehandel im Besonderen haben können. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit meiner kaum vorhandenen Stimme nicht allein Unterhalter spielen muss, sondern mir allerbeste Verstärkung mitgebracht habe. Mit dabei ist nämlich die Justiziarin des BfH, Stefanie Schmidt, die viele von Ihnen natürlich bestens kennen. Insofern erstmal guten Morgen, Steffi. Ja, schönen guten Morgen und auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum Webinar heute. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, ich mich erst. Ich glaube, in 3 oder 4 Jahren Webinar ist das erste Mal, dass wir ein gemeinsames Online-Seminar machen. Ich weiß, dass wir damals bei der Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie ja viele Live-Präsenzseminare gemacht haben, und online ist es aber, wenn ich mich recht entsinne, Premiere. Super. Ja, bevor wir loslegen, noch der übliche Hinweis auf das Prozedere. Heute ein bisschen anders für die, die häufig dabei sind. Wir haben insgesamt 5 Themen, die Steffi und ich abwechselnd besprechen wollen, und immer im Abschluss eines Themas würden wir dann Gelegenheit für Fragen geben. Die Fragen können Sie wie immer vorab in Ihr Fragefenster stellen, und der Albrecht Döring, der schon lange bei uns als studentischer Mitarbeiter tätig ist, aber auch schon Praktikum beim BfH gemacht hat, ja, wird in be bekannter und bewährter Manier die Fragen sichten und dann uns jeweils stellen. Sie haben auch Gelegenheit, Rückfragen zu stellen. Ja, davon bitte gerne Gebrauch machen. Wir schalten auch die Leitung frei, sodass Sie selber auch sozusagen Tonbeiträge liefern können, wenn Sie das wollen, und entsprechend Handzeichen geben. Ja, wir werden das Webinar aufzeichnen und anschließend zum Nachhören zur Verfügung stellen, wenn die Technik, wie es ja eigentlich in letzter Zeit immer war, alles klappt. Die Präsentation werden wir nach dem Webinar per E-Mail verschicken, und dort ist dann auch der Link zum Nachhören und Weiterleiten drin. Ja, so, nun geht's los. Die Inhaltsübersicht kennen Sie im Prinzip. Wir haben, glaube ich, noch einen Punkt ergänzt, nämlich mit der Barrierefreiheit. Ansonsten dürfte das wenig überraschend sein. Und ich würde nach der kurzen Vorrede das Wort der Stefanie Schmidt geben, die über den Richtlinienvorschlag über vertragsrechtliche Aspekte des Onlinehandels sprechen wird. Sicherlich einer der Schwerpunkte unserer heutigen Session. Ja, vielen Dank. Dann übernehme ich auch gleich. Und zwar ist das ein Thema, was eigentlich immer mal wieder aufgetaucht ist. Also bisher haben wir dort ja die Regelungen auf europäischer Seite sozusagen als Basis für unser deutsches Recht auch durch die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von 1999. Und die Europäische Kommission hat schon im letzten Jahr dazu eine Konsultation durchgeführt. Und dann im Anschluss an diese Konsultation am 9.12. 2015 einen ersten Entwurf vorgelegt. Der betrifft aber ausschließlich jetzt was die Waren angeht, den Online-Warenhandel und den Fernabsatz von Waren. Das bedeutet, in diesem Entwurf wurde der gesamte stationäre Handel komplett ausgeschlossen. Es geht in dem Entwurf ausschließlich um die Gewährleistungsrechte. Das ist eigentlich so der Aspekt dieser Trennung zwischen Online-Waren, also zwischen Online- und Fernabsatz und stationärem Handel, den wir als E-Commerce-Verband natürlich auch am meisten kritisiert haben, weil wir einfach keinen Sinn darin sehen, in einer Zeit des Multichannel- und Omnichannel-Handels da eine Trennung vorzunehmen. Wir hatten das schon vor dem Vorschlag kritisiert. Nichtsdestotrotz hat die Kommission daran festgehalten, das in dieser Form zu erlassen. Und ich gehe jetzt einmal ganz kurz, also nicht zu erlassen natürlich, sondern vorzuschlagen erstmal. Ziel des Ganzen ist die Vollharmonisierung eben des Kaufrechts, jetzt auch auf europäischer Ebene. Wir haben bisher durch die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie den Status der Mindestharmonisierung. Das heißt, dass es in zahlreichen europäischen Ländern eben Vorschriften gibt, die weit über das hinausgehen, was durch die Richtlinie von 1999 eben vorgegeben war. Und da soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Und genau da stellt sich dann auch die Schwierigkeit dar, dass es eben sehr unterschiedliche Niveaus auf europäischer Ebene gibt. Ja, ich gehe jetzt mal kurz auf die Inhalte des Ganzen ein. Und zwar, genau, das hatte ich ja schon gesagt, es bezieht sich nur auf den Online- und Versandhandel eben, das große Problem dieses Vorschlags. Dann ist es so, als wesentliche Inhalte eigentlich,
ja, bleibt es zumindest für uns erstmal bei den 2 Jahren Gewährleistungsrecht, also 24 Monate, aber eben kleine Veränderung, die aber schon deutliche Auswirkungen haben könnte, die Beweislastumkehr, die bisher auch laut dem vorherigen Richtlinienstand auf 6 Monate angesetzt war, soll durch die Neuregelung auf 2 Jahre verlängert werden. Das ist auch von unserer Seite ein ganz wesentlicher Kritikpunkt. Ja, das ist, also würde ich jetzt glatt mal sagen, so der wichtigste Punkt, der eigentlich zu sehr problematisch ist, abgesehen von dieser Trennung für den Online- und Versandhandel. Es gibt dann noch einige etwas kleinere Punkte, die aber auch nicht weniger wichtig sind. Zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, auch für geringfügige Mängel eine Vertragsbeendigung herbeizuführen. Es wird zwar an der normalen Hierarchie der Gewährleistungsrechte zunächst mal festgehalten, das heißt, dass der Kunde auch da zunächst mal noch eben eine Nachbesserung verlangen kann oder beziehungsweise der Händler sich auch darauf berufen kann, dass eben zunächst eine Nachbesserung stattfindet, bevor eben vom Vertrag zurückgetreten werden kann. Aber eben es gibt dort erwertete Möglichkeiten der Vertragsbeendigung für geringfügige Mängel. Und zudem wird auch auf das Zubehör, fehlerhaftes Zubehör, wird auch der ganze Bereich der Gewährleistung ausgeweitet. Das ist in der Formulierung leider sehr unklar in diesem Vorschlag. Und insofern müsste da zumindest noch eine Klarstellung erfolgen. Also das ist halt etwas unklar. Es wird sogar teilweise die Verpackung mit einbezogen. Das sind alles so Dinge, wo wir uns natürlich dann auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren dafür einsetzen werden, dass hier entsprechende Klarstellungen erfolgen. Denn das kann einfach in der Praxis nachher auch zu ganz schwierigen Urteilen führen, wenn eben der Kunde aufgrund einer beschädigten Verpackung oder möglicherweise auch aufgrund der Tatsache, dass manche Händler eben bestimmtes Zubehör beifügen und andere nicht, da eben Gewährleistungsrechte geltend machen könnte. Dann gibt es noch eine ganz interessante Veränderung da drin, die also auch eher problematisch ist aus unserer Seite. Und zwar soll für den Fall, dass Ware eingebaut werden muss, eine Verlängerung des Gefahrübergangs stattfinden. Und zwar zunächst mal in dem Falle, dass der Händler vorgegeben hat, also dass er selber quasi die Ware einbaut, das lässt sich noch rechtfertigen, aber eben auch für den Fall, dass der Kunde die Ware einbauen muss bei sich, soll eine Verlängerung des Gefahrübergangs auf 30 Tage stattfinden. Und das wäre natürlich auch im Grunde genommen ein späterer Beginn einfach der Gewährleistungsfristen beziehungsweise einfach ein zudem auch noch natürlich einfach eine Risikoverschiebung, eine ganz starke, wenn der Kunde jetzt die Ware nicht angemessen lagert. Und da sehen wir eben auch ein ganz erhebliches Problem. Ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Entwurf? Bisher stockt das Ganze so ein bisschen. Wesentlicher Punkt daran oder wesentlicher Grund dafür ist eigentlich, dass dieser Unterschied zwischen Online- und Fernabsatz und eben dem stationären Handel, den die Kommission da ja ganz bewusst gemacht hat, daher lehnen eben viele Mitgliedstaaten aktuell die Schaffung unterschiedlicher Regeln ab und verlangen eben, dass man das Ganze zusammenfasst. Dazu kann ich noch ergänzen, dass eben aktuell auf europäischer Ebene auch das sogenannte REFIT stattfindet. Das ist die Revision von insgesamt 5 verbraucherrechtlichen Richtlinien, unter anderem auch die AGB-Klauseln. Es geht um auch UWG, also Wettbewerbsrecht, und eben aber auch unter anderem eben die Gewährleistungsrechte, also die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Und da wurden jetzt erste Ergebnisse vorgelegt, weitere werden noch folgen. Und insofern verlangen die Mitgliedstaaten hier auch bitteschön, das Ganze mit dem REFIT nach Möglichkeit zusammenzutun und dann eben die Ergebnisse aus dieser Überprüfung der Wirksamkeit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie doch gleich einfließen zu lassen und eben einen einheitlichen Vorschlag zu machen, der sowohl den Online- als auch den Offline-Handel bzw. den Fernabsatz dann auch noch betrifft. Ja, ansonsten zum Verfahren, also wie gesagt, auf der Ebene der Mitgliedstaaten stockt es ein bisschen, also im Rat. Beim Parlament ist es so, dass es schon einen ersten Berichtsentwurf des Berichterstatters Arimont gibt.
Dort wurden einige Veränderungen aufgenommen im Vergleich zum Entwurf der Kommission. Für uns sehr positiv insoweit, dass die Beibehaltung der bisherigen Frist für die Beweislastumkehr aus der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von 6 Monaten eben von ihm aufgenommen wurde, als Änderungsantrag sozusagen. Und an diesem Berichtsentwurf können jetzt weitere Änderungsanträge aus dem Parlament heraus eingebracht werden. Davon wird sicherlich auch sehr umfangreich Gebrauch gemacht werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass natürlich auch viele gerade verbrauchernahe Parteien eine Verlängerung der Gewährleistungsfristen fordern, also nur so mal zum Ausblick, zum Beispiel in Frankreich sind es 3 Jahre, in Schweden sind es meines Erachtens auch mindestens 3 Jahre. Es gibt teilweise sogar unbegrenzte Gewährleistungsrechte, also zeitlich unbegrenzte, die dann anderen Einschränkungen unterliegen, aber eben von der Gewährleistungsfrist her gibt es dort auf Europaebene ganz andere Regelungen zum Teil, die auch weniger günstig, will ich mal sagen, für die Händler beziehungsweise mehr verbraucherfreundlich sind. Und davon wollen ja die Mitgliedstaaten dann immer ungern ins Negative abweichen. Ja, das wäre erstmal so die Kurzinfo zu diesen Aspekten im Vertragsrecht eben zum Warenverkauf, also körperliche Güter. Und dann vielleicht gleich von mir jetzt die Frage an Albrecht, ob es schon Rückfragen dazu gibt. Ja, wir haben noch keine Fragen bisher. Okay, vielleicht ergibt sich das ja noch am Ende. Ja, dann würde ich jetzt einfach erstmal zum nächsten Thema sonst weiterleiten sozusagen. Vielleicht noch eine Frage von mir. Zur Klarstellung, also für die Franzosen heißt es dann Vollharmonisierung und die müssten dann runter auf 2 Jahre. Ist das so oder wie wäre das dann? Ganz genau, so wäre das, genau. Also es ist so vorgesehen, dass eben mit dem jetzigen Vorschlag eigentlich eine Vollharmonisierung stattfinden soll, so wie das aktuell schon erfolgt ist im Rahmen der Verbraucherrechte-Richtlinie, dass wir dann also europaweit die gleichen Regelungen hätten. Das wäre der Plan, ja. Mhm. Heißt dann auch, dass wahrscheinlich, dass für uns, wenn man so ein bisschen, ich bin ja eher deutlich weiter weg als du, aber wenn man so jetzt aus der Ferne schaut, sind ja die Deutschen doch immer recht stark und recht präsent, was das Lobbying angeht. Uns betrifft es aber eigentlich, also beim Datenschutz zum Beispiel war es ja ganz augenfällig und uns betrifft es eigentlich am wenigsten, weil der, sagen wir mal, die Änderungen zu dem Status quo ja viel geringer sind. Das wäre ja, wenn ich es richtig sehe, hier auch so. Aber trotzdem sind wir die Lautesten, das finde ich immer ganz, ganz interessant. Aber hier ist dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Gegenwehr aus allen möglichen Richtungen zu erwarten. Ne? Absolut, also der Verbraucherschutz in Deutschland, der schiebt natürlich oder pusht natürlich schon kräftig in Richtung Erhöhung der Gewährleistungsrechte. Die argumentieren auch schon kräftig, haben eine Studie vorgelegt, wonach eben sich keine finanziellen Unterschiede oder keine finanziellen negativen Veränderungen ergeben würden, insbesondere die Preise nicht steigen würden für die Verbraucher, wenn man eine Verlängerung der Gewährleistungsfristen vornimmt. Also da wird schon ganz, ganz kräftig Lobbyarbeit gemacht. Und da wir aktuell auch ein sehr verbrauchernahes Bundesjustizministerium haben, wird es sicherlich nicht ganz einfach werden, auch in Deutschland da eine klare Positionierung zu erreichen, einfach die sich dann für die Beibehaltung des bisherigen Standes einsetzt. Aber wir tun natürlich, was wir können. Okay. Albrecht, wenn dann bis jetzt keine weiteren Fragen sind, würde ich tatsächlich einfach weitergehen zu dem Thema, was wir wahrscheinlich am kürzesten behandeln können. Ja, also ganz kurz, wir haben einen ergänzenden Beitrag dazu und zwar sagt ein Hörer, ich war auf dem European Consumer Summit in Brüssel vor einigen Wochen und dort wurde sich nochmal extrem gegen die Vollharmonisierung ausgesprochen. Es soll also keine Vollharmonisierung geben, wenn dadurch Verbraucherrechte in einzelnen Ländern aufgegeben werden müssten. Ganz genau, das ist immer wieder das Argument. Also da stehen sich quasi zwei Positionen sehr extrem gegenüber. Einmal die einen, die eben sagen, wir wollen auf gar keinen Fall eine Senkung und die anderen, die unbedingt noch Vollharmonisierung wollen. Ich hatte selbst dazu auch schon Gespräche mit Vertretern aus Ministerien jetzt außerhalb Deutschlands und die auch gesagt haben, also dass man da eine Einigung erreicht, das halten sie für sehr unwahrscheinlich und begrüßen es auch überhaupt nicht, dass man dieses Thema wieder aufgegriffen hat. Also das wird auf jeden Fall sehr intensive Diskussionen geben. Das ist schon mal klar. Eure Position ist aber schon Vollharmonisierung, oder?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also eine Mindestharmonisierung würde im Grunde genommen im Verhältnis zum jetzigen keine wesentlichen Vorteile mehr bringen. Also da macht nur eine Vollharmonisierung Sinn. Aber natürlich um den Preis jetzt einer extremen Erhöhung des Verbraucherschutzniveaus, das können wir natürlich dann auch nicht unterstützen. Das ist ja klar. Okay. Genau. Also ja, das ist ja für, sagen wir mal, für uns Berater, wir kommen nachher nochmal zum Geoblocking, und das spielt ja jetzt noch an allen möglichen Fronten eine Rolle. Die Frage anwendbares Recht und die Frage, welches Recht gilt eigentlich, und man ist ja, wie die ja wohl als leidig zu bezeichnende EuGH-Rechtsprechung zeigt, zu der Frage, wie schnell man ausgerichtet ist auf ein anderes Land, ist man ja sehr schnell im französischen Recht. Also wenn man seine Website auf Französisch übersetzt, dann kommt man natürlich da nicht mehr raus. Aber auch ja, internationale Telefonnummer angeben und eine entsprechende Domain haben, ist ja auch schon für ausreichend angesehen worden. Insofern, ja, aus Sicht der Berater ist natürlich klar, ja, je einheitlicher, desto besser. Aber klar, wenn es das heißt, dass wir dann alle 5 Jahre Gewährleistungsfrist haben, dann differenziert man möglicherweise doch lieber, ne? Gut, nochmal Albrecht die kurze Frage, sonst würde ich weitermachen mit den Ja, digitalen Gütern. nochmal zur Vollharmonisierung. Da haben wir noch Gerne. ein Statement, und zwar: Die Vollharmonisierung wäre laut Aussage des Rates nur möglich, wenn die jeweils höchsten Standards zum Verbraucherschutz der einzelnen Mitgliedstaaten Einzug erhalten. Ja, das ist natürlich, wie soll ich sagen, die Horrorvorstellung. Also wenn man sich die so insgesamt anguckt, das gibt schon ganz erhebliche Probleme dann. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle Rechte dort im Kopf, aber also man braucht nur Stichwort unbegrenzte Gewährleistungsfristen. Also ich glaube, das ist kaum noch handelbar. Aber in der Tat, also wie gesagt, diese Ansicht wird vertreten. Also es wird sicher sehr, sehr spannend werden, ob da überhaupt eine Einigung erreicht werden kann. Was ist dann die Alternative? Dann gibt es den Vorschlag einfach nicht mehr, wenn keine Naja, Einigung erzielt werden kann, dann. kosmetische Veränderungen oder einzelne Veränderungen in Punkten, wo die der Meinung sind, dass da unbedingt eine Ergänzung erfolgen sollte. Also deswegen, ja, ich denke mal, vielleicht beschränkt sich das dann auch auf den nächsten Vorschlag eben zu den digitalen Gütern eher. Aber man ist eben dem Bereich halt schon mal gescheitert im Rahmen der Verbraucherrechte-Richtlinie, also gerade im Vertragsrecht, im Gewährleistungsrecht. Und insofern, ja, liegt es natürlich nahe, die Positionen haben sich nicht wesentlich verändert, dass es eben auch jetzt ganz, ganz schwierig wird. Aber sie werden sicher versuchen, die haben einen Vorschlag vorgelegt, das ist jetzt der zweite Ansatz. Es gab damals den Vorschlag zum gemeinsamen europäischen Kaufrecht als freiwillige Regelung. Und sie werden sich nicht nehmen lassen, da jetzt irgendetwas draus zu entwickeln. Also es wird sicher einen Kompromiss geben. Ja, aber wahrscheinlich dann so auf im Zweifel auf kleinsten gemeinsamen Nenner. Aber manchmal gehen ja so Verhandlungen plötzlich ganz schnell und dann kommen da irgendwelche Ergebnisse raus, mit denen keiner so hundertprozentig gerechnet hat. Also insofern, also wie gesagt, es wird Die ein dann sehr vielleicht auch spannendes. keiner mag, wie bei der GVO. Das, Ja. das. Da kennen wir auch das eine oder andere, gerade aus der Verbraucherrechte-Richtlinie. Also das ist ein, ja, das ist wohl, würde ich mal sagen, wahrscheinlich einer der schwierigsten Punkte jetzt von diesen ganzen Themen, die wir da vorstellen. Also was zumindest die Einigung angeht. Okay. Ja, damit können wir mit dem nächsten Block weitermachen. Gut, der nächste Block wird relativ kurz, weil er zwar sehr spannend ist, aber ich glaube, viele von Ihnen als Warenhändler kaum unmittelbar berührt. Auf dem Schirm haben muss man ihn trotzdem. Es geht also um die Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, die, wie es die Steffi schon gesagt hat, zeitgleich mit dem Vorschlag über die Warenlieferung im Fernabsatz veröffentlicht wurde im Dezember letzten Jahres. Ja, inzwischen, der ist auch auf massive Kritik gestoßen, von bestimmter Seite, ja, insbesondere was die Gleichstellung der Regeln von Kosten, bisher als kostenlos angesehenen Verträgen angeht. Ja, wir haben hier nochmal ein bisschen die Daten aufgeschrieben, dass Sie das nachlesen können, wenn Sie wollen. Ziel auch hier, Vollharmonisierung der Regeln. Ja, hier steht kaufrechtlich, eigentlich der rechtlichen Regeln über die digitalen Inhalte, weil man hat gesagt, da ist halt eine besondere Gefährlichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass Verbraucher die Inhalte cross-border nutzen und erwerben, eben deutlich größer, und deshalb
noch mal mehr die Tendenz, dort zu einer Einigung oder zu einer Vollharmonisierung zu kommen. Eigentlich, ich habe mich damals gefragt, warum man überhaupt zwei Richtlinien macht. Es hat offenbar ausschließlich politische Gründe und Zuständigkeitsgründe. Möglicherweise, das erklärte Ziel war ja, die weitgehend gleichlaufend zu behandeln. Ja, wenn jetzt, und vielleicht hat man es eben auch gerade deshalb getrennt, wenn sich jetzt herausstellt, dass man auf der Seite der Warenkäufe keine Einigung erzielt, dann ist es möglicherweise sinnvoll, oder ja, dann versteht man auch, warum die vielleicht doch getrennt worden sind. Möglicherweise, wie es jetzt gerade auch schon angedeutet wurde, führt es dann dazu, dass wir tatsächlich nur die Richtlinie über die digitalen Inhalte bekommen. Ja, ein digitaler Inhalt, so ist die Grundvorstellung, der kann sich nicht abnutzen, der ist da, ja, der ist an Tag 1 nach Lieferung genauso gut oder schlecht wie 4 Jahre später. Jedenfalls unter der Idealvorstellung, dass es hier eine einheitliche ja, Hard- und Softwareumgebung gibt. Ja, dann kann man die Dienste also weiterhin nutzen. Und deshalb schlägt die Kommission hier also eine unbefristete Gewährleistung vor. Das heißt also, auch nach 30 Jahren oder sagen wir mal 28 Jahren soll man die Ware noch zurückgeben können. Wird allerdings darauf verwiesen, dass ja die Verjährungsregeln weiter gelten. Insofern sollen die Verjährungsvorschriften schon hart bleiben, was dann möglicherweise auf eine Gewährleistungsfrist von 3 Jahren zurückzuführen ist. Allerdings, ja, wenn man sagt, der Gewährleistungsanspruch entsteht erst, wenn der Mangel augenscheinlich wird, dann ist es wiederum vielleicht später. Es soll auch eine unbefristete Beweislastumkehr geben. Das heißt, ja, auch hier die Idee, der Nutzer nutzt die Software so, wie sie ist, oder den digitalen Inhalt so, wie er ist, kann daran nichts ändern oder nichts machen. Und deshalb, ja, kann es auch nicht an ihm liegen, dass dort ein Mangel auftritt. Und dementsprechend soll er auch nicht beweisen müssen, dass der Mangel von Anfang an bestanden hat. Ja, also auch hier unbefristete Beweislastumkehr für digitale Inhalte. Digitale Inhalte sollen im Übrigen alles sein, was irgendwie digital ist. Ja, also die Nutzung eines sozialen Netzwerkes steht dort ganz oben auf der Agenda, als digitaler Inhalt, aber eben auch Streaming, Downloads, Musik, Videos, E-Books, auch wenn sie auf Datenträgern übermittelt werden, das ist sicherlich nicht im ganzen Fokus, aber führt nochmal zu ein bisschen Verschiebung, ja, und vor allem zur Vermischung mit den Warenkäufen. Erstmal der Anwendungsbereich also sehr weit. Jetzt hatte ich es schon angesprochen, Daten als Entgelt. Es soll also auch gelten für kostenfreie Dienste, wenn und soweit der Verbraucher aktiv mit seinen personenbezogenen und dann heißt es oder anderen Daten als Gegenleistung sozusagen bezahlt. Die Formulierung ist nicht so eindeutig, da mag es auch noch Schärfungen geben, insbesondere was jetzt eigentlich aktiv heißt, ist offen. Offenbar ist gemeint, dass wenn man gar keine Daten geben muss, sondern nur, aber der Anbieter sich selbst Daten zieht, zum Beispiel die IP-Adresse oder ein Cookie setzt, dann soll das noch nicht eine aktive Gegenleistung sein, und dann die Vorschrift gelten oder die Richtlinie gelten. Ja, insofern ist es besonders bei sozialen Netzwerken, was sie jetzt vielleicht nicht unmittelbar betrifft, die Frage, ab wann gilt es denn eigentlich? Ja, wenn ich mich bei Twitter anmelde und dort ja eigentlich gar nichts machen muss, ich kann ja auch nur lesen, und muss auch nicht irgendwelche Daten unbedingt eingeben, jedenfalls keine Echtdaten, dann ist schon die Frage, ob das jetzt hier gelten soll oder erst, wenn ich selber twittere. Insofern, da sind noch viele Unschärfen, die Sie vielleicht nicht unmittelbar betreffen. Es gibt keine Abstimmung mit dem deutschen Vertragsrecht. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob Kauf, Miete, Werk, Dienstvertrag, und die ganzen Überlegungen, die wir uns jetzt machen, wenn wir ja, für Mandanten, deren Softwareprodukte als
Service ausgestalten etc. Das wird alles darunter fallen. Die Kommission anerkennt das Problem und sagt, ja, also da mag sein, dass es ein bisschen Aufwand für den nationalen Gesetzgeber ist, das anzupassen, aber ihr könnt ja einen Vertrag sui generis machen und habt ihr genau den Spielraum für die Überlassung digitaler Inhalte, aber ihr könnt es auch anders machen. Also das seien keine unüberbrückbaren Schwierigkeiten. Ja, es gibt auch keine vernünftige Abgrenzung zwischen den körperlichen und digitalen Elementen. Also das, ja, CD mit Musik, das ist natürlich schon auch ein digitaler Inhalt. Andererseits geht es auch um das Medium. Da ist noch offen, was da eigentlich wofür gelten soll. Die Richtlinie enthält eine Vorschrift oder der Richtlinienvorschlag enthält eine Vorschrift, wonach das dann die Regeln über die digitalen Inhalte tatsächlich nur für die digitalen Inhalte gelten soll. Also ob das dann heißt, dass wenn die CD beschädigt ist, das nach Kaufrecht geht, wenn aber der Inhalt schlecht ist, geht es nach dem, sagen wir mal, dann Vertrag sui generis oder nach der Richtlinie, ist offen aus meiner Sicht, wird auch entsprechend kritisiert. Ja, was auch kritisiert wird, es gibt einen ganz instruktiven über die Seite vom BMJ abrufbaren PowerPoint-Präsentation von Frau Wendehorst aus Wien, die sich damit recht intensiv befasst hat und offenbar das BMJ in dieser Hinsicht auch beraten hat, die dort auch noch ein paar andere Probleme auflistet. Eine wesentliche Schwierigkeit sieht sie zum Beispiel darin, dass das überhaupt nicht adressiert ist, die noch viel schärfere Vermischung zwischen Ware und digitaler Inhalt. Also wenn der Toaster, der berühmte oder der Kühlschrank erstmal ans Internet angeschlossen ist und dort digitale Dienste erbracht werden. Und ich bin sicher, dass wir alle noch erleben werden, wenn man anfängt, Kühlschränke zu mieten oder sogar im as a Service in Anspruch zu nehmen. Ja, was steht denn da eigentlich im Vordergrund? Natürlich gibt es eine Hardware, aber ist es jetzt der digitale Dienst? Ja, welche Gewährleistungsregeln sollen da eigentlich gelten? Zeigt auch, dass auch da sehe ich noch Abstimmungsbedarf, dass die Tatsache oder dass diese Vorstellung, der digitale Inhalt ist eben immer gut oder schlecht, insofern nicht richtig zutrifft, als wir ja, als sich eben die Umgebung auch ändern kann. Eine Software kann heute noch funktionieren und beim nächsten Browser schon nicht mehr. Ja, ist die dann von Anfang an mangelhaft gewesen? Muss man damit rechnen? Muss man Updates liefern? Das wird man sicherlich nur im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen annehmen können. Da gibt es auch eine entsprechende Vorschrift, dass wenn so ein Dauerschuldverhältnis besteht, dann muss die Software oder muss der digitale Inhalt auch für die gesamte Dauer funktionsfähig sein. Also alle, die Elektronikgeräte im weiteren Sinne verkaufen, die müssen sich damit meines Erachtens schon nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen und dann auch schauen, ja, in Beobachtung halten, was da rauskommt. Ja, ab und zu was da rauskommt oder apropos was da rauskommt, das scheint mir noch offen. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass wir jetzt da bald den zweiten Entwurf bekommen. Im Parlament ist auch dieser Richtlinienentwurf schon angekommen, mit einem anderen Berichterstatter als die Richtlinie über den Kauf von Waren im Fernabsatz. Aber auch hier ist der Widerstand groß, und die Interessen halt sehr divers. Man darf gespannt sein, was da rauskommt. Allerdings teile ich die Ansicht, dass das wahrscheinlicher ist, dass wir hier zu einer schnelleren Lösung kommen, als bei der anderen, Richtlinie. Ja, so viel vielleicht kurz dazu und auch hier die Frage, ob es Fragen gibt. Es sind keine Fragen oder auch Statements aufgekommen zu diesem Aspekt. Gut, dann würde ich weitermachen und Stephanie vortragen lassen zum Geoblocking. Ja, vielen Dank. Dann nehme ich das gerne gleich auf. Das ist aktuell der neueste Vorschlag, den wir jetzt haben von den Vorschlägen von Richtlinien und Verordnungen zum Geoblocking, den wir hier vorstellen. Genau, es handelt sich in diesem Fall um einen Verordnungsvorschlag, der also unmittelbar anwendbar wäre in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Hintergrund des Ganzen ist, dass es immer wieder Beschwerden gibt von Verbrauchern, die eben gerne in einem anderen Land der Europäischen Union einkaufen möchten, insbesondere zum Beispiel auch im Onlinehandel und die dort eben auf Grenzen stoßen, weil einfach bestimmte Händler ihnen dann mitteilen, nein, das machen wir nicht. Oder nein, gehen Sie doch bitte über unseren Shop in
weiß ich nicht, zum Beispiel Österreich, wenn der Kunde aus Österreich kommt, und da ist aber die Ware möglicherweise ein bisschen teurer. Und da gibt es tatsächlich Beschwerden, die vorkommen, und bisher gab es für diesen Bereich eine ja etwas schwammige Regelung in der Dienstleistungsrichtlinie. Nun könnte man meinen, Dienstleistungen und E-Commerce, was hat das miteinander zu tun? Aber die Kommission, die sieht halt den E-Commerce, den Onlinehandel einfach als Dienstleistung an, weil dort eben Waren geliefert werden, und insofern wurde das damit drunter gefasst. Bisher konnten wir uns einem Zwang quasi dieser sogenannten Diskriminierung also beziehungsweise die Dienstleistungsrichtlinie sieht eben vor, dass man nicht Kunden aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes in einem anderen Land eben diskriminieren muss, darf. Und in diesem Fall ist es halt so gewesen, dass eine fehlende Lieferung in ein anderes Land möglicherweise auch schon als eine Diskriminierung angesehen werden könnte. Bei der Dienstleistungsrichtlinie wurde bisher immer noch akzeptiert, dass dies aus sachlichen Gründen eben gerechtfertigt sein könnte, und unter anderem waren dort eben die nicht organisierten Lieferungssysteme und ähnliches, fehlende logistische Organisation, dass das eben als sachlicher Grund dort auch vorhanden war und auch akzeptiert wurde. Aber jetzt mit diesem neuen Vorschlag zum Geoblocking werden dort eben ganz andere Anforderungen gestellt. Also insbesondere wird dort jetzt ein Konstrukt vorgestellt, wodurch sich eben auch in letzter Konsequenz eine Art Verkaufspflicht für Online-Händler im grenzüberschreitenden Bereich ergeben könnte. Also Hintergrund ist eben Abbau von Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden. Ort der Niederlassung deswegen, weil dieser Verordnungsvorschlag sich auch ausdehnt auf den Bereich B2B. Das ist also schon eine Besonderheit jetzt dieses Vorschlags. Das haben wir sehr selten. Meistens wird dort schon eher im Bereich Verbraucherschutz geregelt oder Regelung vorgeschlagen. In diesem Fall eben soll eben auch der B2B-Bereich einbezogen werden. Das Ganze wurde vorgelegt im Mai diesen Jahres, zwar im Rahmen eben eines größeren Maßnahmenpakets der digitalen Binnenmarktinitiative der Kommission. Ein anderer Teil dazu betrifft die grenzüberschreitende Paketlieferung, also auch das im Sinne quasi Förderung des grenzüberschreitenden Handels und eine Zusammenarbeit der Verbraucherbehörden. Aber wir wollen uns jetzt hier nur über den Verordnungsvorschlag kurz austauschen sozusagen. Wie gesagt, entscheidender Punkt und auch der, den wir jetzt als WEVH am meisten kritisieren, ist eben diese Art Verkaufsverpflichtung, die sich nicht direkt lesen lässt, aber doch relativ eindeutig aus dem Wortlaut des Verordnungsvorschlags. Es ist nämlich so gedacht, dass einfach ein Verbraucher, der eine Lieferadresse zum Beispiel im Sitzland des Händlers oder in einem anderen Land, in dem der Händler schon liefert, der muss dann auch, oder an den muss dann auch verkauft werden. Also wenn er eben dem Händler sagt, okay, du kannst mir das meinetwegen im Binnenland bei dir ausliefern, da habe ich einen Bekannten oder vielleicht auch eine Agentur, an die ich liefern kann. Das heißt, man kann, also wenn dieser Verordnungsvorschlag nun so umgesetzt würde, dann dürfte man zukünftig nicht mehr sagen, tut uns leid, an Österreicher verkaufen wir halt nur über unseren österreichischen Shop. Ein weiterer sehr wichtiger Teil ist, dass die automatische Weiterleitung auf nationale Seiten zukünftig nicht mehr ohne weiteres zulässig sein soll. Das heißt, wenn ich als Kunde eine bestimmte nationale Seite oder Domain ansteuere und der Shop bisher weiterleitet automatisch dann zum Beispiel auf das Land, in dem sich der Kunde gerade befindet, einfach weil es seine IP-Adresse ausgelesen ist, hat, dann müsse hierfür zukünftig zumindest vorher die Einwilligung eingeholt werden, oder wenn in bestimmten Fällen, nämlich wenn es gesetzliche Gründe gibt, warum der Händler die Inhalte zum Beispiel im Land gar nicht verfügbar machen darf, in dem der Kunde sich gerade befindet oder der Nutzer, dann müsste man ihm dies auf jeden Fall noch begründen, bevor man ihn weiterleitet.
Ja, dann ist also, wie gesagt, diese explizite Einwilligung erforderlich. Das macht das Ganze natürlich schon mal sehr viel beschwerlicher in der Nutzung. Eine andere Besonderheit ist, wenn wir jetzt wieder in den Bereich reingehen, was passiert jetzt genau bei einem solchen Kauf? Da ist es auch so, dass man zukünftig nicht mehr ohne weiteres zum Beispiel eine Kreditkarte ablehnen kann, weil sie jetzt aus einem anderen Land stammt, sondern da soll bei bestimmten, bei elektronischen Zahlverfahren, wobei das sehr ungenau formuliert ist, leider im Entwurf für die Verordnung, da soll keine unterschiedliche Behandlung mehr erfolgen. Also das wäre dann quasi untersagt. Und ein weiterer Punkt, es soll keine Abweichungen mehr geben bei den AGB. Für, ja, wir haben das jetzt hier diese entzwungenen Verträge genannt. Also das heißt, selbst wenn jetzt ein Kunde aus einem anderen Land einkauft und man eben ihm aufgrund der Tatsache, dass er eben aus einem anderen Land quasi dann ja gezwungen ist, ihm das Ganze zu verkaufen, dann dürfte man aber auf keinen Fall dort abweichende Klauseln schaffen für diese Verträge. Das setzt natürlich voraus, dass auch in diesen Fällen die entsprechende Lieferadresse praktisch im Rahmen des normalen Ablaufes des Händlers ist, kann aber trotzdem zu Schwierigkeiten führen. Also Beispiel wäre aus meiner Sicht dazu ja, die Übernahme der Rücksendekosten im Rahmen der Widerrufsbelehrung, also die ja viele drin haben. Da stellt sich ganz klar die Frage, wie passiert das? Also wenn ich jetzt einen Fall habe als Beispiel, ja, nehmen wir mal wieder den Österreicher, er bestellt bei mir im deutschen Shop ja, und lässt dann eben das Ganze liefern an eine Verbindungsadresse in Deutschland und hat dort ja, auch möglicherweise dann im Nachhinein den Widerruf erklärt. Es steht in der Widerrufsbelehrung des Händlers drin, wir übernehmen die Rücksendekosten. Dann stellt sich natürlich die Frage, wobei die jetzt bei Österreich vielleicht noch nicht so entscheidend ist, aber stellt sich auf jeden Fall die Frage, wie weit muss denn der Händler nun den Rücktransport bezahlen? Geht das nun nur bis zur Kontaktadresse quasi, an die der Händler die Ware ausgeliefert hat, die sich dann jetzt vielleicht in Deutschland befindet? Oder muss es dann noch weiter von quasi der Rücktransport bezahlt werden von Österreich aus, was dann ja teurer sein kann? Das sind halt so Fragen, die sich insbesondere, wenn wir dann die weiteren EU-Mitgliedsländer wie Malta, Finnland oder also entsprechend weit entfernte einfach nehmen, wenn man die mit einbezieht, das kann halt ganz entscheidende Unterschiede machen und auch ganz erhebliche Kosten verursachen. Ja, und dann schließlich ein ganz wichtiger Punkt, der auch aktuell ganz intensiv diskutiert wird, auch auf EU-Ebene. Die Unklarheit beim anwendbaren Recht, Martin Schirmbacher hatte das ja schon angesprochen, Hintergrund ist schlicht und einfach nicht so sehr dieser Richtlinien oder vielmehr dieser Verordnungsvorschlag, sondern Hintergrund ist vielmehr die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die da sehr, sehr weit geht, die es nämlich sehr schnell einfach zulässt, dass das verbraucherschützende Recht eben auf grenzüberschreitende Verträge Anwendung findet, wenn eben ein Verbraucher aus einem anderen Land bei einem Händler einkauft. Dafür reichen geringste Kriterien. Man hat jetzt schon eine erste Klausel aufgenommen in diesen Verordnungsvorschlag, wodurch ein Ausgleich erreicht werden soll. Aber aus unserer Sicht ist diese völlig unzureichend. Die wird also nicht eine Änderung quasi dann an den Regelungen herbeiführen, die normalerweise die Anwendung des Verbraucherrechts bewirken. Also ein ganz entscheidendes Problem. Der Händler wird also nicht nur verpflichtet, eben zu verkaufen an einen Bürger aus anderen EU-Ländern, sondern möglicherweise muss er dann auch noch dessen Recht, verbraucherschützendes Recht respektieren. Und wenn man dann jetzt wieder an das Thema vom Anfang denkt, die langen Gewährleistungsfristen, kann das ganz erheblich sich auswirken. Ja, gut, wie geht es jetzt weiter? Über den Inhalt wird jetzt natürlich schon diskutiert auf verschiedenen Ebenen. Ja, neueste Entwicklung war jetzt am 28.11., da hat der Europäische Rat jetzt eine erste Entscheidung getroffen, hat in leicht veränderter Form diesen Vorschlag angenommen. Es gab kleine Verbesserungen, insbesondere wurde eingegangen genau auf diese Thematik, die wir natürlich auch vorher thematisiert hatten, angesprochen hatten zum Bereich Rücksendekosten, Widerrufsrecht oder auch eventuell bei Gewährleistungsfällen, was denn da eigentlich passiert im grenzüberschreitenden Bereich. Dort wurde festgelegt, dass dann auf jeden Fall
Fall der Lieferort also entscheidend sein soll, sodass der Händler an der Stelle dann nicht noch den weiteren Transport aus dem Kundenland zurück sozusagen noch zu übernehmen hätte, aufgrund dieses, ich sag mal wieder, erzwungenen Vertrags. Das ist recht positiv. Leider keine wesentliche Veränderung im Bereich dieser Frage anwendbares Recht. Und natürlich auch ganz, also der entscheidendste Punkt eigentlich, keine wirkliche Veränderung in diesem Bereich erzwungene Verträge. Dabei wird es wohl leider bleiben. Das heißt, zumindest jetzt erstmal in diesem Entwurf des Rates. Wir versuchen natürlich weiter dagegen intensiv vorzugehen, dass eben auf diese Art und Weise ein Vertragsschlusszwang geschaffen wird. Ja, im Endeffekt geht Richtung Aufhebung der Vertragsfreiheit, was den grenzüberschreitenden Bereich angeht. Das können wir natürlich so ohne weiteres nicht akzeptieren. Aber leider ist da der Rückhall, sagen wir mal, wenn man jetzt von den Verbänden absieht, sehr gering. Also das Thema wird als nicht so problematisch wahrgenommen und die Mitgliedstaaten haben sich eben eher dafür entschieden. Im EU-Parlament ist federführend wieder einmal der IMCO-Ausschuss, also Internal Market Consumer, also Binnenmarkt- und Verbraucherrecht. Dort ist die Berichterstatterin Frau Rosa Thun. Ihr erster Berichtsentwurf wird jetzt erwartet zum Mitte Dezember 2016. Eine Abstimmung soll dann, also quasi erste, die größere Abstimmung dann im Rahmen des IMCO-Ausschusses, soll dann erwartet werden zum April 2017. Da würde dann quasi das Parlament oder erstmal halt der Verbraucherausschuss, der würde eben seine Position festlegen darin und meistens geht dann die Abstimmung im Parlament auch in eine ähnliche Richtung und damit würde dann in diese Endverhandlungen gegangen werden, in den sogenannten Trilog. Also man sieht, in diesem Vorschlag wird auch ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Es wird wahrscheinlich versucht werden, noch das möglichst schnell durchzubringen. Ja, darauf hat man jetzt einen starken Schwerpunkt auch gelegt, unter anderem auch, weil eben auf vielen anderen verbraucherrechtlichen Themen das so ein bisschen stockt, aus verschiedenen Gründen. Ja, das war es eigentlich erstmal soweit. Also das ist ein sehr, sehr unschöner Vorschlag, eben dieser Geoblocking-Vorschlag. Ja, ich weiß nicht, ob Sie da schon Fragen zu irgendwie hätten. Albrecht, wie sieht's aus? Ja, in der Tat haben wir eine Frage und zwar, was spricht denn dafür, dass die Geoblocking-Richtlinie nicht nur für den B2C-Bereich Anwendung findet? Schließlich wird doch der Kunde auch als Verbraucher definiert in Artikel 2 Literat C. Ja. Ach so, ja, das ergibt sich daraus, dass es unterschiedliche Formulierungen gibt innerhalb dieses Vorschlags. Einmal gibt es die Formulierung Kunden und zum anderen gibt es eben die Formulierung Verbraucher und die stimmen nicht an allen Stellen überein. Also das ist definitiv so, dass da beide Bereiche vorgesehen sind. Also und für den B2B-Bereich ist es jetzt so, dass es tatsächlich eine Einschränkung auch geben soll, zumindest nach dem Ratsentwurf, also nach dem ersten Vorschlag des Rates, dahingehend, dass eben Wiederverkäufer von diesem Vertragsschlusszwang ausgenommen werden sollen. Das heißt also, wenn Sie quasi belegen könnten, dass derjenige, der jetzt bei Ihnen bestellen möchte, ein Wiederverkäufer ist, dann könnten Sie als Händler da sagen, nein, sorry, in diesem Fall verkaufen wir eben nicht grenzüberschreitend an Sie. Das wäre dann zulässig. Schwierigkeit, die sich dabei ergibt, natürlich, wie soll man das beweisen? Man weiß es ja vielleicht gar nicht immer. Aber es gibt da tatsächlich diese Unterscheidung, das hat uns auch sehr überrascht. Begründet wird das Ganze damit, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen eben manchmal von der Schutzbedürftigkeit eben den Verbrauchern gleichzustellen wären. Das ist ein Argument, was immer wieder und auch immer häufiger auftaucht. Also die Kommission hat da immer stärker eine Tendenz dazu, auch den ganzen Verbraucherschutz auf sehr kleine Unternehmen halt dann einfach auszudehnen. Sehr bedauerlich auch von der Entwicklung her. Ja, vielen Dank. Verrückt, wenn man sich überlegt, wie man jetzt da irgendwann mal die Abgrenzung machen soll. Also ja, ist ja schon bei Unternehmerverbraucher schwer. Und auf der anderen Seite wollen sie dann aber alle möglichst schnell als Unternehmer behandeln. Jeder, der eBay Power Seller ist, soll ein Unternehmer werden, auch wenn er bloß 120 Stück verkauft hat. Naja, gut. Nur eines der vielen Themen dort. Ich sehe auch kritisch, ich meine, es gibt ja jetzt schon die Entwicklung dahin, individuelle Preise zu machen für
ja, in Abhängigkeit vom Verhalten, vom bekannten Verhalten des Nutzers, von dessen Endgeräten etc. Ja, ich habe letztens gelesen, bei Amazon wurde das schon praktiziert, dass Leute auf der Couch sitzen und der mit dem iPad kriegt einen anderen Preis als der mit dem Laptop, der schon 5 Jahre alt ist. Und dementsprechend, ja, mag man sich gar nicht vorstellen, zu welchen Verwicklungen das dann führt, wenn man dann die IP-Adressen berücksichtigt, und dann der Österreicher sagt, er hätte jetzt aber einen teuren, höheren Preis bekommen und er will jetzt genauso behandelt werden wie der Deutsche. Und wenn man nach Deutschland liefert, gut, Mini-Aspekt, aber ich glaube auch, dass da wieder sehr holzschnittartig gedacht wird. Es gibt den Shop in Deutschland, es gibt den Shop in Österreich, und dann gehen wir auf diese andere Domain, da mag man das noch umsetzen können, bloß so wird es ja sicherlich nicht bleiben in der Zukunft. Ja, Gut, also ganz kurz dazu noch, da im Bereich individualisierte Preise ist ja ohnehin auch von Seiten des Verbraucherschutzes wird ja auch sehr, sehr stark kritisiert, der ganze Bereich. Insofern, also das, da werden die, denke ich mal, auch früher oder später nochmal aktiv werden und da natürlich auch dann. Ja, im Zweifel würde das auch eher angegangen werden im Rahmen dieses Vorschlags. Also als positives Argument lässt sich das sicherlich in diesem Verfahren leider nicht so gut nutzen, auch wenn es natürlich die Situation erheblich verkompliziert. ist dann die Abschaffung der Vertragsfreiheit. Irgendwann ist dann Schluss. Ja, genau. Gut, ich mache mal weiter mit dem Datenschutz, wenn es nicht noch andere Themen gibt. Keine weiteren Fragen. Prima. Ja, ein Punkt, den ich wieder relativ kurz machen kann, weil es eigentlich gar nichts Neues zu berichten gibt. Sie wissen natürlich alle, dass es die Datenschutzgrundverordnung gibt. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre Budgetplanung fürs nächste Jahr fertig und ausreichenden Umfang dort Manpower und externe Beratungskosten eingestellt. Also wir sind jetzt bei mehreren größeren Projekten beteiligt, die ab Januar losgehen. Bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ein bisschen misslich ist, dass noch parallel die Richtlinie über den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation überarbeitet werden soll. Die hieß dann irgendwann mal Cookie-Richtlinie, weil der Artikel 5 Absatz 3 dort reingekommen ist oder geändert worden ist im Jahr 2009. Und diese Richtlinie soll jetzt überarbeitet werden. Aus Sicht des Online-Handels, des E-Commerce ist vor allem interessant eben der Umgang mit Cookies, und dann auch noch die Frage, wie ist es mit Opt-in für Telefon und sonstige Werbung? Ja, die Kommission beabsichtigt dort eine neue Richtlinie und ich habe hier schon mal hingeschrieben oder eine Verordnung. Also nicht mal das ist vollständig klar. Es gab eine öffentliche Konsultation, die mir ein bisschen die Haare hat zu Berge stehen lassen. Ziel ist eine Vereinheitlichung und ein Inkrafttreten zeitgleich mit der GVO, also Mai 2018. Da darf man gespannt sein, ob der Plan eingehalten werden kann. Ein bisschen Verzögerung gibt es derzeit dazu vielleicht gleich. Ja, ich hatte schon den Konsultationsbogen angesprochen und habe mal ein paar Fragen aus dieser Konsultation, auch wenn sie jetzt vorbei ist, rausgegriffen, weil sie ganz gut zeigt, wohin die Kommission möchte. Ja, da geht es unter anderem darum, dass gefragt wurde, für welche Cookies man eigentlich oder ob es eigentlich in Ordnung ist, wenn Website-Betreiber die Nutzung der Website von dem Setzen von Cookies abhängig machen. Also ja, wenn sie in ihrem Online-Shop Cookies einsetzen, ob das in Ordnung wäre. Und ob es zum Beispiel eine Pflicht geben sollte, ein Angebot, ein kostenfreies Angebot von was weiß ich, einem Content-Provider zum Beispiel, ohne ein Online-Behavioral-Advertising, also ohne verhaltensbezogene Werbung, anzubieten. Ja, und dann ist natürlich, wie es dann ist bei solchen Konsultationen, 77% der Bürger und 70% der Behörden finden es daraus gekommen, dass der Anbieter nicht das Recht haben sollte, die Nutzung des Dienstes vom Setzen eines Cookies abhängig zu machen. Da hoffen wir mal, dass das dort in ausreichendem Umfang berücksichtigt werden wird, dass es Cookies geben muss, Session-Cookies nämlich, um das Surfen nicht vollkommen zu verunmöglichen, aber eben auch Over-Cookies und andere werden da kritisch gesehen. Wenig überraschend sehen 75% der Unternehmen das anders. Die ja, dürfte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher liegen, diese Quote. Ja, nächste Frage war, sollte es, und das fand ich besonders perfide, sollte es ein Opt-in geben für, und dann wurden also verschiedene
Möglichkeiten genannt, unter anderem Cookies, die den Betrug aufdecken sollen, oder noch schöner Do-Not-Track-Cookies, ob man eine Einwilligung braucht für einen Do-Not-Track-Cookie, hat man dann offensichtlich gemacht, um den Leuten auch die richtige Auswahl zu geben und dass sie auch wirklich nur an den richtigen Stellen ihr Kreuzchen bei Ja machen. Da ist natürlich dann auch entsprechendes rausgekommen. Möglicher Inhalt in Bezug auf Cookies ist dann tatsächlich ein Verbot von Cookies. Das wird ernsthaft gefordert. Ein Verbot von Cookies, es sei denn, es wird ausdrücklich eingewilligt. Verbot von Cookie Walls, also ja, du kannst nur weiter surfen, wenn du die Cookies akzeptierst. Und dann soll es möglicherweise Konkretisierungen der Anforderungen an die Einwilligung geben. Ja, dass eben das Browser-Opt-in, so wie es in Deutschland derzeit praktiziert wird, und möglicherweise sogar die Cookie-Banner nicht mehr weiter zulässig sein sollen. Ich sage immer hätte, wenn und könnte, weil nichts wirklich darüber bekannt ist. Es gibt noch keinen geleakten Entwurf zu dieser Thematik. Es wird nur das Schlimmste befürchtet. Insbesondere die Advertising-Industry ist natürlich dort sehr besorgt. Vollkommen unklar ist das Verhältnis zur GVO. Die einen sagen, na warum, wir machen da einfach noch eine Verordnung oder eben eine Richtlinie, die ist dann spezieller als die GVO. Die GVO sei doch schließlich eine Grundverordnung. Und dann könnte man eben speziellere Regeln erlassen, dass man ausgerechnet im Bereich der Cookies die Anforderungen an die Einwilligung höher sein sollen als die Einwilligung in die Nutzung meiner Kreditkartendaten oder meines Namens. Wäre schon besonders absurd, aber da ist eben eine generelle Paranoia vor allem Tracking und Targeting vorherrschend, sodass da tatsächlich das Schlimmste zu befürchten steht aus der Werbesicht. Es gibt weiterhin Bestrebungen, insbesondere jetzt hier aus Deutschland vom BVDW, aber auch von dem IAB Europe, dahingehend zu argumentieren, dass man den 5.3 eigentlich überhaupt nicht mehr braucht, weil Cookies sind ja personenbezogene Daten nach der GVO. Jedenfalls steht zu erwarten, dass das allseits angenommen werden wird. Und da ist ja dann alles geregelt, ja, auch eine Einwilligung zum Beispiel, Einwilligungserfordernis oder eben berechtigte Interessen. Allerdings sehr skeptisch, muss ich Ihnen sagen, ob man sich damit durchsetzen kann. Probiert wird es jedenfalls und dann gibt es sicherlich die eine oder andere Fallback-Position, die man dort einnehmen kann. Weitere Frage ist, wie es mit Opt-in, Opt-out bei der Direktwerbung angeht. Dort ist also explizit abgefragt worden, einerseits Telefonanrufe an Verbraucher und andererseits B2B-E-Mail-Werbung und dann auch die Tatsache, ob es dort ein Wahlrecht geben soll, wie es bisher ist, für die Mitgliedstaaten dort strengere Regeln aufrechtzuerhalten. Dort sagt die Kommission, in Auswertung dieses Surveys bestehe angeblich Einigkeit dahingehend, dass die Mitgliedstaaten nicht wählen können sollen, also auch hier Vollharmonisierung, auch in diesem Detailaspekt. 90% der Bürger, auch hier wieder wenig überraschend, wollen Opt-in für diese Punkte und 73% der Unternehmen wollen, dass ein Opt-out ausreicht. Man muss kein Prophet sein, aus meiner Sicht, um anzunehmen, was da rauskommt. Also meines Erachtens müssen wir uns damit anfreunden, dass dort also ein allgemeines Opt-in gefordert werden wird bei beiden Punkten, was für die Deutschen keine riesige Neuigkeit werden würde, weil die Telefonwerbung an Private ist jetzt schon von einem Opt-in abhängig ja, B2B-E-Mails sind auch schon verboten. Insofern erwarte ich da keine großen Veränderungen. Aber ja, interessant wäre es natürlich dann schon, ob es insgesamt vollharmonisiert wird. Ja, wie geht's weiter? Der Entwurf war eigentlich für Dezember angekündigt. Standen alle schon in den vorweihnachtlichen Startlöchern, dazu Stellung zu nehmen. Jetzt ist er für Januar angekündigt. Wie gesagt, ist unklar, ob es eine Richtlinie oder Verordnung ist. Unklar ist auch, welchen konkreten Inhalt es hat. Insofern bleibt nur dort weiter am Ball zu bleiben und zu schauen, was da rauskommt und das Schlimmste zu verhindern, insbesondere was die Cookies angeht. Ansonsten ja, sollte man sich sicherlich im nächsten Jahr auf die GVO konzentrieren und die E-Privacy-Richtlinie mit im Auge behalten.
So viel dazu. Wenn es dazu Fragen gibt, dann gerne. Und sonst würden wir gleich weitergehen zu der Barrierefreiheit. Wir haben hierzu keine Fragen. Gut, Steffi, dann würde ich nochmal an dich übergeben für den super Vorschlag zur Barrierefreiheit, wo vielleicht am ehesten manche aufschrecken werden, dass man davon noch gar nicht so furchtbar viel gehört habe. Ja, genau. Also das ist ein Richtlinienvorschlag, der ja relativ untergegangen ist eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Wurde vorgelegt schon am 2. Dezember 2015. Idee des Ganzen ist eben, dass, ja, so heißt es zumindest, also eine Angleichung erfolgen soll der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Bereich der Barrierefreiheit von Produkten und von Dienstleistungen. Ja, Ziel einmal eben, also quasi diese Harmonisierung zu einen und zum anderen die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Hintergrund ist, dass wohl einzelne Staaten schon Umsetzungsschritte vorgenommen haben. Allerdings muss man gleich sagen, dieser Vorschlag zur Barrierefreiheit geht doch schon recht deutlich auch über das hinaus, was eben dieses Übereinkommen der Vereinten Nationen eigentlich verlangt. Ja, was steht da nun eigentlich drin? Ich muss sagen, ich finde es persönlich sehr, sehr unklar, was nun eigentlich der Inhalt dieses Richtlinienvorschlags ist. Albrecht, könntest du bitte mal die nächste Folie machen? Und zwar, genau. Vielen Dank. Und zwar die Zugangshürden für Menschen also mit Behinderungen, die sollen zukünftig halt abgeschafft bzw. reduziert werden. Das Ganze soll sich dann in dem Sinne gestalten, dass man insbesondere, also beim E-Commerce, die Websites jeweils in alternativen Formaten auch darstellt, die über mehr als einen einzigen sensorischen Kanal wahrgenommen werden können. Das heißt, es müssen Alternativen angeboten werden, eben zu Bildern. Es müssen Texte auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmbar gemacht werden. PDFs sind sehr problematisch. Filme müssen halt, na, zumindest untertitelt werden, eventuell auch beschrieben. Also es gibt da eine ganze Menge Veränderungen, die da insgesamt wohl erforderlich sind. Der Witz ist, es steht so deutlich im Entwurf gar nicht drin. Da steht es nämlich nur ganz grob. Da heißt es nur, dass Websites auf kohärente und angemessene Weise barrierefrei wahrnehmbar, bedienbar und verständlich gemacht werden müssen und eben auch durch Anpassbarkeit der Inhalte und so weiter. Ja, es ist also schon aus der Richtlinie selbst hinaus oder aus dem Richtlinienvorschlag hinaus nicht wirklich klar, wohin das Ganze jetzt im Einzelnen gehen soll. Aber wir haben Kostenschätzungen angefragt bei unseren Mitgliedsunternehmen und je nach Größe der Unternehmen ist es so, dass entweder einmalig von 20.000 bis zu 900.000 Euro pro Shop entstehen können. Dazu kommen dann natürlich noch die laufenden Kosten, also diese Grundkosten von 20.000 bis hin zu 900.000 Euro. Das sind nur die einmaligen Umsetzungskosten. Und dann kommt halt all das dazu, was Sie zukünftig vielleicht noch investieren müssten, um Ihre Websites entsprechend barrierefrei zu machen. Dazu kommen natürlich mal wieder Informationspflichten, die wahrgenommen werden müssen, also insbesondere die Info dazu, ob Sie und wie Sie die Barrierefreiheitspflichten wahrnehmen. Das müsste dann in AGB oder an anderer geeigneter Stelle untergebracht werden. Ja, es ist ein sehr großes Unterfangen, das zwar auf lange Zeit schon angesetzt ist. Übergangsfristen sind bis hin zu 6 Jahren, aber es ist eben extrem kostenintensiv wohl. Deswegen sind wir da natürlich auch intensiv mit dran. Das Ganze betrifft nicht nur den Online-Handel, sondern eben auch Produkte, bei denen geht es dann so, dass eben quasi ja gewährleistet werden soll, dass sie in ihrer Bedienung eben barrierefrei sind. Betroffen sind zum Beispiel sowas wie Fahrkartenautomaten, Geldautomaten und ähnliches. Ja, so viel zu den wesentlichen Inhalten. Also der E-Commerce ist nur in einem Teil betroffen. Ja, wie geht das Gesetzgebungsverfahren aktuell weiter? Aktuell laufen die Verhandlungen im Rat. Es ist damit zu rechnen, dass wohl eine erste Abstimmung im Januar erfolgen wird. Wir sind in intensivem Austausch, insbesondere
auf nationaler Ebene, unter anderem mit dem Wirtschaftsministerium. Das hat bisher versucht, den E-Commerce ganz aus dem Anwendungsbereich zu entfernen. Allerdings hieß es, dass, haben wir jetzt zum Schluss gehört, dass es sehr, sehr schwierig wohl ist, auf europäischer Ebene das durchzusetzen, da sich kaum Mitgliedstaaten finden, die diese Stoßrichtung unterstützen. Ja, insofern gehen wir jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich dass man auf jeden Fall dann versucht, zumindest die Anforderungen deutlich zu reduzieren, so dass sie eben nicht zahlreiche parallele Formate eben anbieten müssten auf ihren jeweiligen Webseiten, sondern stattdessen eher Anknüpfungspunkte, also Schnittstellen in ihren Webseiten dann unterbringen müssten, über die eben bei einer normalen Darstellung einfach entsprechende Hilfsgeräte, die eben bei Menschen mit Beeinträchtigungen vorhanden sind, schon einsetzen könnten und dann eben den Inhalt wahrnehmbar machen könnten für den jeweilig sich Betroffenen. Das ist also im Moment der Versuch und darüber hinaus auch der Versuch, eben das Ganze aus diesem obligatorischen Bereich herauszubekommen und eher im Sinne einer Empfehlung oder vielleicht auch möglicherweise einer freiwilligen Verpflichtung, die da erfolgen könnte. Wir begleiten das intensiv und bemühen uns darum, dass eben diese extremen einfach Kosten, die daraus entstehen würden, dann auch berücksichtigt werden. Denn aus unserer Sicht ist einfach aufgrund der Tatsache, dass hier doch sehr, sehr viel verlangt wird, in diesem Entwurf das Ganze wohl als unverhältnismäßig anzusehen. Ja, im Parlament wurde zwischenzeitlich der Berichterstatter gewechselt. Aktuell ist das der Abgeordnete Löckegaard. Sein erster Berichtsentwurf wird im Januar erwartet. Also auch dort hat es sich ein bisschen verzögert durch den Wechsel des Berichterstatters. Insofern wird wahrscheinlich auch dieses Verfahren sich noch ein wenig hinziehen. Ja, ich sehe jetzt gerade, wir sind auch schon am Ende der Zeit angelangt. Also meine Frage wäre jetzt im Prinzip, haben Sie da noch Rückfragen zu an der Stelle? Bisher haben wir keine weiteren Fragen erhalten. Alles klar. Gut, ja, dann würde ich vielleicht nochmal von meiner Seite schon mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit sagen und würde dann nochmal an Martin Schirmbacher zurückgeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir, Steffi. Mir bleibt dann auch gar nicht mehr so furchtbar viel zu sagen, außer herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und die Fragen. Dem BVH sicher danken, dass wir hier so gut unterstützt werden, was die Lobbyarbeit angeht, insbesondere in Brüssel. Das beneide ich ja niemanden drum, der das machen muss. Aber wichtig sicherlich für alle Mitgliedsunternehmen und alle anderen auch. Genau, ich halte mal noch zur nächsten Folie. Neue Termine gibt es eigentlich gar nicht anzukündigen. Wir werden Webinare dann wieder ab Februar machen und im Januar die Themen ankündigen. Wenn Sie dort Vorschläge, Wünsche haben, überhaupt Feedback haben zu dieser Reihe, Themenvorschläge haben, welche Sie aus dem Rechtsbereich gerne hören wollen, dann gerne direkt an uns schreiben. Also an einen von uns schreiben. Dann werden wir sehen, ob wir das berücksichtigen können. Und ja, dann bleibt mir nur noch einen schönen zweiten Advent zu wünschen, schöne Adventszeit für die, mit dem wir jetzt von denen wir nichts mehr hören, dann auch schon mal wahrscheinlich schöne Weihnachten und guten Rutsch. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank.